sind Tage vergangen, es sind Wochen vergangen, es sind Monate vergangen, es sind Jahre vergangen. Ich bin zur Schule gegangen und hab mein Ding gemacht. Vor einigen Jahren hab ich mich noch ausgelacht. Ich hab wirklich gedacht, dass ich es ernst meine. Doch meine Tracks sind nichts weiteres als Freestyle-Reime, die ich Freestyle-Reime, weil ich Freestyle-Reime. Und wenn ich Freestyle-Reime, mach ich Freestyle-Reime. Der Verfasser einer Botschaft wundert sich, warum es heute keiner ins Botschaft. Rap besteht heutzutage nur noch aus Opfern, die sich unnötig für das Rap-Business opfern. Und irgendwann ist der heutige Rap ein Kapitalist. Doch kein Rapper weiß, was Kapital ist. Kapitalismus, Kapitalismus und der endgültige Schluss. Kapitalismus, tagelange Chillereien, Merkur. Und der Arschverstreit verärgert ein wenig Merkur. Denn Geld ist so unwichtig wie ein abgestorbener Fußnagel. Schau ich's mit wenigen Worten unter den Fußnagel. Bleib abgehoben, wenn du meinst. Doch später gleich dein Leben über Rhythmus von Eis. Zur Zeit machst du noch Bader auf jedem Meter. Das überstehst du berechenbar, so wie Parameter. Mein Rap besteht aus lauter, relevanter Aussagen. Heute Rap ist ein Hund und man braucht nur noch Aussagen. Rap vom schlechten Leben, umgehen von fetten Wagen. Ich wollte es darum mit dem Rap überhaupt nicht erst tragen. Und ich brauche mich nicht zu wiederholen. Du musst nur deinen Verstand wiederholen. Und ich baller die Bars, 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 baller die Bars. Das Leben besteht aus lauter Ecken und Kanten. Und es gibt sogar Menschen, die Ecken kannten. Und diese Ecken kannten wiederum Ecken, die Ecken kannten. Ein Leben zwischen Ecken und Kanten. Und du merkst nicht, dass dein Rap scheiße ist. Du verpeilst den Einsatz, weil du nur am Kiffen bist. Rapper müssen ihr Leben als hart definieren. Und die Jugend lässt sich davon hart inspirieren. Es ist bedauerlich. Worte werden verdreht, sodass sie keiner versteht. Und das bedauere ich. Warum muss der Rapper schon widersprechen? Sich Paradoxen in dem Satz widersprechen. Dieser Rap ist zwar noch nicht exzellent, doch mathematischen Berechnungsfolge exzellent. Früher fragte man sich, was will ich nur anstellen? Heute wollte ich nur die Hand reichen, noch muss ich hinten anstellen. Du machst auch Chef und rasierst deinen Bart mit Rasierschaum. Hast aber keine Haare im Gesicht, also Rasierschaum. Du bist meinen Punchlines in wirklich ausgeliefert. Wirst fertig gemacht und danach ausgeliefert. Wo habe ich bloß mein Los gelassen? Ich frage mich, wer hat die Menschheit so losgelassen? Ich bin den negativen Einflüssen ausgesetzt. Und man hat meinen Verstand auf ausgesetzt. Mein Umfeld besteht aus Psychopathen. Und ich habe sogar einen Psycho als Patin. Ich bin Marokkaner und das ist Casablanca. Ich will ein Auto, eine Frau, meine Casablanca. Jedes Material ist für uns ein Muss. Denn wir Menschen versinken im Materialismus. Wollen alles, doch alles subjektiv. Das Problem ist, das Subjektiv viel zu tief. Das ist die Geldgier, die alles nach unten treibt. Den Sinn entgegentreibt, wie ein Schiff, das nicht treibt. Es ist einfach zu sehen, schwer zu verstehen. Man dachte, die Erde würde sich um die Sonne drehen.